mich aber hier gerade eher interessiert, warte, dein Zuhause, was mich eher hier interessiert, ist das hier. Warte, da. Hatte ich direkt schon drauf. Internet Speed, 1 Mbit. Und hier in der Studenten-WG wären es einfach 4. So, meine lieben Freunde, es geht los. Wir können uns jetzt noch hier gerade umziehen für die Game World. Und da ich finde, wir sehen schon gut aus. Gehen wir jetzt so zur Games World. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ob es da jetzt auch Verbesserungen geben wird. Weil ich kenne das ja noch vom alten Version her, aber naja, es ist eigentlich geblieben. Eine Zeitangabe habe ich jetzt da oben eigentlich ja nicht, wie ich das sehe. Und ja, da steht ja Kaufe, heißt. Warte. Ja, wieder diese Punktzahl erreichen. Das finde ich irgendwie so scheiße. Ah, diese Punkt, das zu spielen ist schon geil. Oh nein. Junge, ich muss gleich dringend mal das Spiel speichern. Es ruckelt extrem. Ich weiß wirklich nicht, warum das Spiel jetzt anfängt zu ruckeln. Yay, wir haben unsere 1000 Punkte erreicht, obwohl es richtig hart rumlaggt. Das nennt man nur mal Skill. Jetzt gehen wir hier zu dem Typi und sagen Preis bekommen. Und für 70 Dollar... für 70 Dollar nehmen wir doch gerne. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Spiele. Die bekommen wir auch bekommen, aber nur durch wieder... durch das Spielen. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder das gleiche Spiel. Ich hoffe, es stürzt nicht wieder ab. Oh nein, das Spiel ist so scheiße. Ich mag das Spiel einfach mal gar nicht. Ich hasse das Spiel. Geh einfach mal zu den Typen hier hinten. Ne, der hat einen zu komischen Namen. Nehmen wir mal hier diese komische Eve, die da am Zocken ist. Schwätzen die jeweils auch wieder dreimal an, um uns mit der anzubefreunden. Okay, sie meint, ich liebe deine Videos, Buch-EP. Obwohl sie mich eigentlich noch nicht mal mehr kennt, hätte ich jetzt gesagt. Und hier, das ist so Drew. Und Leute, das meine ich. Das Spiel ist irgendwie auch nicht nur für Mann und Frau, sondern auch für Frau, Frau und Mann und Mann. Weil, seht mal hier. Wir sind ja hier eine männliche Person, ne? Hier der Drew. Ist ja unser guter Freund, ne? Wir können ihn einfach nach einem Date fragen. Mit ihm flirten, Geschenk geben und umarmen. Das Spiel ist einfach auch für homosexuell gedacht. Und Lesben und sonstiges. Also das habe ich kein Problem mit, nur. Die haben ja wirklich an alles gedacht.
was jetzt von den Spieleentwicklern eigentlich sehr nice ist. Also von dem Spielemacher hier. Und man kann, also man hat hier mittlerweile keine Zeitbeschränkung mehr, was sehr, sehr gut ist. Was hast du für Probleme? Was hat so viele Probleme? Warum läuft der da in die Frau rein? Okay, dann einfach nicht unterhalten. Das ist ja langweilig auf der Games World. So, also ich gehe jetzt einfach doch schon nach Hause so früh, weil so interessant war es jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und Markus will sich unterhalten, ich sag einfach mal wieder nein. Und er will, dass ich wieder ein Video für ihn mache. Und ich sag einfach mal, ja, okay. Er schickt es mir nach Hause. Und da ist unsere Konsole drin, obwohl die gerade schon die ganze Zeit da stand, glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss ich mal später in der Nachbearbeitung sehen. Okay, das Spiel. Also das Spiel, was er sehr wahrscheinlich haben möchte. Also was wir playen. Counter-Streak. Können wir ja mal gerne ein Gameplay dazu machen. Habe ich kein Problem mit. Wir müssen ja eh nochmal was aufnehmen. Und ja, ich sitze hier einfach auf meinem Stuhl. Ohne T-Shirt, ohne Pulli und sonstiges. Und ich merke gerade, wie extrem kalt mir wird. Das muss ich mal gleich gucken, wie ich das ändern kann, weil hiernach werde ich sehr wahrscheinlich noch das letzte Video aufnehmen, weil ich muss ja heute noch rendern, schneiden und sonstiges. Deswegen keine Ahnung, wie noch der Abend für mich wird. Rein theoretisch nichts mehr. Deswegen ja. Die haben ja manchmal so ungleiche Stellen. Mal schauen. Ja, okay, fast. Hätte ja klappen können. Aber jetzt geht's wieder ans Hochladen, was auch mal wieder eine Zeit lang dauert. Und hier unten die Geschenke, ne? Das ist eigentlich nur pure XP. Also hier so Mission. Ein Gameplay-Video lade ich ja gerade hoch vor dem 17. Das heißt, wir hätten jetzt noch rein deutsch 4 Tage gehabt. Bekommen dafür 112 Euro. 112 sage ich schon. Teilt ihr eine Wohnung. Verdiene 160 Dollar für die Anzahlung deiner neuen Wohnung und ziehe mit deinen neuen Mitbewohner ein. Denk dran, dass du jeden Monat Miete zahlen müssen wirst. Ach so, ja. Man zieht ja hier um. Und dafür brauchen wir jetzt diese 160 Dollar da.
egal, wir verdienen ja jetzt eh im Moment 120. Und da wir ja schon 70 haben, hätten wir 180 minus dann jeweils die 160, dann hätten wir noch 20 Dollar. Und dann müssen wir ganz dringend nochmal neue Videos aufnehmen, dann nochmal arbeiten und sonstiges. Und er bedankt sich gerade dafür. Und ich habe mein Geld bekommen. So, jetzt steht er ausziehen. Es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, einen eigenen Ort zum Leben zu finden. Ich konnte die Wohnung, die mein Freund gefunden hatte, durch die Tür meines Zimmers auswählen. Linksklick auf die Tür, dein Zuhause, Studenten-WG. Was mich aber hier gerade eher interessiert, warte, dein Zuhause. Was mich eher hier interessiert, ist das hier. Warte. Da. Hatte ich direkt schon drauf. Internet Speed. 1 Mbit. Und hier in der Studenten-WG wären es einfach 4. Monatliche Kosten 80 Dollar. Und die labern von 160. Komisch. Also muss mein Mitbewohner nichts zahlen. Okay. Nee, auf jeden Fall. Was ist eigentlich jetzt sehr nice in einer Studenten-WG. Und ich muss mich mal dringend irgendwie anders hinsetzen. Aber ich möchte jetzt nicht so viel Lärm machen in der Aufnahme, deswegen mach ich mich einfach mal ganz kurz stumm. So. Ja. Jetzt ist aber das Problem, wir müssen selber das Essen kaufen. Oh nein, es hängt an zu regnen. Wisst ihr, was das heißt, wenn es bei mir anfängt zu regnen? Erstens, ich fange an zu gähnen, weil ich untermüde bin, weil wir ja schon nach 11 haben. Und zweitens, weil es dann gewittert. So, Essen kaufen, vor allem, ich kaufe das Essen einfach mal online. Und ziehe extra dafür mein Headset auf. Ja, machen wir uns hier ein paar Sandwiches. Gott, 6 Mal und das ist einfach so teuer. So, ja. Jetzt kann man hier auch noch Kurse belegen. Aber die kosten natürlich auch Geld. Deswegen, wie dein Zuhause. Achso, ja. Umziehen, aber irgendwie monatlich kostet 320 Dollar. Ob wir jetzt erstmal so viel Geld brauchen, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt erstmal dick und fett arbeiten. Arbeiten. Oh, Spieleentwickler wäre ja viel mehr wert. Aber ich glaube, einen müssen wir hiervon streichen und dann schon wieder schlafen, weil 6 Stunden. Ich glaube, man kann maximal 12 wach bleiben. Da irgendwie so, wie man ja schon da oben erkennen kann. Da zieht drastisch runter. Und ich verliere Abonnenten. Ich muss dringend immer neu aufnehmen. Also, nee. Als ob ich jetzt meine Wohnung mit dem teilen müsste. Der Scheiße. Aber was ich weiß, dass da unsere Spielewand ist, also mit den Spielen, und wir noch ein bisschen aufnehmen müssen. Hier gerade noch schnell das XP abgreifen, um neues Level abzuerhalten. Ich habe ein neues Video, keine Ahnung, was? Video,
Kategorie. Keine Ahnung, ich muss auch direkt danach mal den PC reparieren. Der ist schon wieder im Arsch. Oh, Junge, Alter. So, das hier könnte hilfreich sein. Ein sinnloser Konter, wie es auch natürlich zu mir gehört. Das hier brauchen wir, dann brauchen wir das hier. Und dann reicht es schon. Vor allem 12,5 Stunden zum Rendern und dann die restliche Zeit einfach zum Hochladen. Also 4 Stunden zum Hochladen. Ist ja relativ wenig. Aber was nicht wenig ist, dass die Aufnahme schon wieder vorbei ist. Und das Hochladen machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder in der nächsten Folge dabei seid. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.